Freunde, da sind wir wieder. Doggy kommt gerade aus der Küche, hat wieder am Bier gezapft. Ich nippe auch mal dran, ob es noch gut ist, ob er reingespuckt hat. Doga, hast du was rein? War die Flasche jetzt voller wie vorher? Nein. Aber es ist Gott. so warm, solltest du mal in den Kühlschrank packen. Hier scheint gerade ganz schön die Sonne rein, Doggy. Kann man hier irgendwie zumachen oder was? Nee, ne? Denkt man nicht. Kann man nicht zumachen. Also, Freunde, wir sind wieder bei mir im Doch Apartment. deine Wohnung, weiß ich Das das wissen. ist sozusagen das Headquarter. Doggy schläft immer noch unter den Brücken oder hast du mittlerweile dir auch schon ein kleines Zuhause gegönnt? Nein, ich schlafe noch im Auto. Du schläfst noch im Auto. Solltest du mal ein Zuhause haben, sag uns Bescheid, weil dann können wir bei dir mal richtig schön Party machen. Vor allen Dingen, ich hab ja noch einen Rausch bei dir offen. Das Gute daran ist, bei diesen amerikanischen Autos sind die Kofferraum so groß, dass du eine Einliegerwohnung drin hast. Da hast du natürlich recht. So, also Freunde, jetzt machen wir nicht lange rum. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal für dich, Doggy. Wir holen uns jetzt mal einen Job, ne? Ja, der ein bisschen Schotter bringt, Wir nehmen ihn damit ich mir hier meine Wohnung leisten kann. von Gaume 78. Oh, hier kommt, jetzt geht es wieder einen nach dem anderen. Wartet mal. Ich wollte ja eigentlich Gerald nehmen hier. Die coole Methode. Was ist jetzt los? Was Ich los? werde rausgeschmissen aus seiner Wohnung. Ich stehe jetzt draußen. Wieso wirst du rausgeschmissen, Loki? Du hast keinen Zugang mehr zu diesen Immobilien, da der Besitzer das Spiel verlassen hat. Das Du ist bist nicht ein gut. bisschen beigetreten der Mission. Du musst mich jetzt noch einladen. Da hast du natürlich recht. Jetzt muss man mal gucken, dass wir das hinkriegen hier. Erste Mal schön ruhig machen. Es gibt auf jeden Fall vier Spieler, die mit dabei sein sollten. Ich muss erstmal Munition kaufen. Ich verstehe nicht, warum ich die. Ich habe doch eine leichte Weste an. So eine Panzerweste, Doggy. Warum soll ich die jetzt nochmal leichte Panzerung kaufen? Tja, um Geld auszugeben. Versteck mich mal hinter der Hecke hier. Einstellung bestätigen. So, jetzt nehme ich erstmal meine Freunde. Da gehört hier der Doggy ja dazu. Jetzt müsste was. Ja, die Einladung ist auf jeden Fall da, sehe ich. Und jetzt musst du noch die Einladung annehmen, Doggy. Richtig. Schaffst du das? Das geht gerade noch so mit meinem Smartphone. Alles klar. Jetzt machen wir hier. Macht mir jetzt hier Schnellsuche oder Schnellstart oder wie läuft das jetzt? Wie viele sind wir denn auf Da dem, sind wir sind nur. Spieler 4? Ja. Also bei mir steht immer noch Aber der eine einge. tritt ja noch bei. Ich sehe nur, dass du eingeladen hast. Ich sehe noch gar nichts. Jetzt ist er beigetreten. Jetzt kann er losstarten. Sind wir jetzt vier Mann oder Ja. was? Bist du in der. Aber ohne. Nee, warte mal, ich bin gar nicht bei dir. Warum? Weil du den falschen. Ich habe doch eigentlich eingeladen. Bei mir steht immer noch da eingeladen. Ja, richtig. Ich bin Ja? auch auf Kingston gegangen. Doggy, was ist los? Genau, ich bin hier mit irgendwelchen Spacken. Okay. Da müssen wir wieder hier einen kurzen Break machen. Ihr seht, das hat alles noch ein bisschen Jugendforsch-Charakter. Und in der Sekunde sind wir da und dann ist auch der Doga in der Gruppe. So, seht ihr, so einfach ist es. Chandragur alias Doggy ist dabei, alle sind dabei. Und dann können wir auch loslegen. Die coole Methode von Geralt vorgeschlagen. Was muss man eigentlich machen? Doggy. Wieder schöne Chemikalien werden verkauft, habe ich gesehen. Müssen wir wieder Schnee kaufen in der Wüste von Arizona oder was? Ein bisschen Crack. Oh, ich habe gleich hier den Kollegen in der Hand. Wo seid denn ihr? Ich stehe neben dir. Doggy, nehmen wir unser Auto? Wo ist deins? Ich habe keins. Es ist sehr Du hast seltsam. keins? Komm, dann stellen wir hier mit ein. Ja, Komm. komm. Ist ja vier Sitze. Wieso kann ich nicht Lässt rein? er uns wieder nicht rein? Stieh das Ach, der hat Wohnmobil. wieder privat. Oh, Mann, Mann, Mann. Doggy, dann nehmen wir doch das hier gleich. Komm. Einge. Wir brauchen nur das Wohnmobil rausnehmen. Ich weiß nicht, okay, die Kollegen kommen auch mit. Also, Doga, auf geht's, komm. Ein schönes Wohnmobil rausnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vor dem Wohnmobil auf Du Lords müsstest mir treffen. nur ungefähr die Ach Strecke so, mal ja, sagen. natürlich, entschuldige. Nicht, dass ich jetzt schon falsch war. Das ist natürlich ein Job, den kann ich machen. Wenn ich wüsste. Ach du Schande. Können wir abkürzen. Da können wir nicht abkürzen. Da kannst du 5,5 Kilometer
Freunde, das ist eine lange Zeit bis hin. Ey, was macht der denn hier? Jetzt rechts vor links. Ja, den hast du sozusagen die Vorfahrt genommen. Also er dir. Ja, du brauchst ich hub nicht. Mal. Ich hub auch mal. Ich versuch mal nicht, dass ich aussteige, auszusehen. Nee, geht nicht. Ist eh. Ja, ich weiß, aber ich kann deine Hupe nicht betätigen. Gott sei Dank. Ich bediene lieber Hupen. Oh, Doggy. Warum fährt er denn mit den hinten rein, statt mich zu überholen? Na, dann lass sie doch vorbei hier, die Jungs. Na, wenn die zu unfähig sind, vorbeizufahren, dann haben wir halt Pech. Kann ich die eigentlich auch rausnehmen? Also mal einen wegballern? Natürlich. Kommt nur halt die Polizei vielleicht noch dazu, wenn du ihrem Zivilisten am Hut knallst. Ich meine jetzt eigentlich unseren eigenen. Oh, jetzt. Die kannst du auch töten. Ja, der ist nicht ganz sauber, oder? Was also, hat der denn den Wagen her? Also ganz sauber ist er nicht. Schieß den nochmal die Reifen weg gleich. Als wir ihn du fährst ihn bitte nicht. Ja, schön, dass du den. Du fährst. Ja, 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 Doggy. Lass dich mal nicht nervös machen von ihm. Jetzt wird es richtig Doggy-Style-mäßig. So kenne ich ihn. Oh. Ah ja, über, halt dich fest. Gott sei Dank haben wir einen Überrollbügel. Oh. Weg hier. Oh. Doggy. Das fährt ja auch nackt durch die Gegend. Weil sonst wäre ich aggressiv, ganz ehrlich. So schön im Cruisen, als der mich angetippt hat. Jetzt Doggy, ist er schon nicht mehr fahrbar, der Wagen. Ja, der holen wir uns ein. Wir steigen aus, ziehen einen raus und nehmen ein neues Auto mit, Doggy. Daran sollst du nicht scheitern, oder? Ich gucke mal kurz auf die Karte, während du hier versuchst, ein bisschen zu zwirbeln. Ob ja, fahren wir überhaupt noch richtig? Ja, ja, wir fahren auf jeden Fall richtig, aber vielleicht haben die anderen... Ja, der macht eine Abkürzung. Okay. Aber wir kommen trotzdem an. Also, wenn du die Kurven mitnimmst. Wollen wir uns hier den Jeep hier vorne nehmen? Okay, dann nehmen wir den. Fahr mal vor ihn und stell dich quer, bitte. Ich bedrohe ihn erstmal nur. Ach, den hole ich gleich raus hier. Haut er schon weg. Ja? Ohne ihn rauszunehmen, so muss es sein. So, Doggy. So, jetzt können wir aber richtig hier abwärts umgehen. Da kannst du direkt über das alte Auto drüber fahren. Komm, auf geht's, Doggy. Zack, zack, jetzt. Der hat auf jeden Fall mega Power. Hört sich hier rechts durch den Salz. Jawohl. Ah, geil. Du bist richtig schnell. Ja, aber auch nicht der Schnellste. Du bist richtig schnell unterwegs, Doggy. Ja. Ich kann mich ja mal klein machen mit dem Kopf. Zack. Mal die Ohren anlegen, würde ich mal sagen. Sonst ziehen wir hier noch ab. Doggy, 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 was hast du denn da, was haben wir da rausgenommen? Oh. Ups, ein Schild mitgenommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Mission wieder ohne uns stattfindet. Zumindest wenn unsere Knalltüte. Kann ich nicht hier abkürzen? Oh, Doggy. Kann ich hier nicht abkürzen? Da, wenn du die. Also fahr da einfach weiter hier um die Kurve, wir sind ja gleich da. Der eine ist, wir sind auf jeden Fall auf Platz 2. Der Kollege ist schon vorne und holt das Wohnmobil wahrscheinlich im Alleingang. Der in seinem orangen Fahrzeug. Na, dann würde ich ihn. Jetzt hat er Schein gesammelt. Ja, jetzt. Dann würde ich sagen, wir erschießen ihn und jetzt, übernehmen das Ding. Jetzt zum Gelben. Ja, zum Gelben. Terra drüben ist gestorben, weil er wieder alles alleine machen musste. Wir müssen das Wohnmobil trotzdem weiterhin stehlen. Ach so. Ist ja cool. Aber der ist ja gleich da wieder gespawnt. Jetzt überfahren wir ihn noch und dann ist alles. Ja, das war's dann aber. Wir haben nur noch ein Teamleben. Doggy, mach jetzt keinen Blödsinn. Ich höre nämlich schon Schüsse. Lass mich mal raus hier. Vorne. Nee, ich aussteigen. Warte, ich fahre noch näher ran. Welche sind denn das? So, jetzt. Alter, was ist mir los? Du hältst ja mitten an hier. Doggy, das ist nicht gut, was du hier machst. Mein Gott, Doggy, wir haben doch im Auto, haben wir doch gesagt, dass wir da nicht alle Gewehre da haben. Deswegen bin ich ausgestiegen. Ich habe mal rausgenommen für dich. Ah, ja. Hier lebt noch einer im Gebäude, ist noch einer. Im Gebäude? Oder oben drauf. Wo ist der, Doggy? Der muss oben sein, oder? Der muss doch direkt hinter mir stehen. Ja. Doggy, also ist er oben auf dem Dach? Weil hier drin ist er nicht. Ich höre Schüsse. Jetzt schießt er. Der ist oben. Ist der oben? Ja, aber ich sehe ihn nicht mehr. Da, wir können doch bestimmt hier hochklettern, oder? Irgendwo gibt's eine. Ach, jetzt, wenn ich hinter dem Auto bin.
Wo ist jetzt das Wohnmobil? Ist es schon Ja, unterwegs? das ist jetzt. Das hast du noch rausgenommen, oder? Kann das sein? Ja, habe ich. Okay, komm, dann fahren wir. Lass mich mit rein. Tyratröm ist gestorben. Das ist so ein Vollpfosten, weil er alles alleine machen muss. Bitte hol das Wohnmobil ab. Ich schau mal, wo wir hin müssen. Warte mal, Doggy. Ich mache einen Wenn jetzt Wegpunkt. noch einer stirbt, dann ist eh vorbei. Ich mache einen Wegpunkt. Doggy, langsam, ganz ruhig. Da geht's mit Weit dem. ist er ja nicht gekommen. Ja, weil er alles alleine macht, der Pfosten, der Honk. Rechts. Kann man den nicht rausschmeißen? Naja, jetzt schaut er eh zu. Wir haben das schön gemütlich gemacht. Ja, warum stirbt der denn? Ach, da Warte wird mal, noch hier geschossen. Obacht geben. Doggy. Da steht noch einer. Ich muss nachladen. Oh, da ist auch noch einer. Hast du gut gesehen. Ist er tot? Nein, aber jetzt denke ich. Ich weiß nicht, wie. Da steht er. Aber sterben die immer nur im. Ist gut, der ist schon weg. Doggy, ganz ruhig. Kann das sein, Doga? Jetzt hier rein ins Wohnmobil. Das muss man doch mitnehmen. Komm. Fährt er? Komm, komm, Doggy. Trau dir was zu hier. Rein mit dir. Bist du drin? Ich bin drin. Du auch? Nein, ich laufe erstmal gemütlich rum. Ah, schön warten. Okay. Und auf geht's, Dogger. So weit ist es ja gar nicht mehr bis heim. Kannst du noch schneller Jetzt fahren? habe ich endlich ein Wohnmobil. Das kann ich doch behalten, oder? Das ist dein neues Apartment. Dein neues Ja. Zuhause. Juhu! Ich muss jetzt mal was sagen, Doggy. Ich würde ja fast tanzen, wenn ich könnte. Hör mal zu. Wie ist das? Oh. Jetzt hier, muss man die immer nur mit Kopfschuss erledigen oder kann man da die auch irgendwann einmal runterballern? Und wahrscheinlich musst du sie dreimal runterballern. Ist mal ohne Mist. Also, ich meine, die werden da auch so eine Art Lebensanzeige haben oder irgendwas. Ja, richtig. Ich weiß ja nicht, warum die umkippen und dann wieder aufstehen. Das ist mir nur ein Rätsel. Die kippen ja um. Dann denkst du immer, du hast erledigt. Dann steht er noch zwei, dreimal stehen aus. Sie dann auf, ne? Am besten ist, wenn sie dieses Punktesystem da, diese Weltkugel, irgendwas da ist, immer Weltkugel? kommt. Dann weißt du, dass du den Kopf getroffen hast. Also, Wer ist das? ja. Halt, stopp, stopp, stopp. Muss ich. Nee, nicht schießen. Nee, noch ist es nicht rot. Nee, aber ich habe bloß die Waffe schon mal gezückt. Warte mal, lass mal unseren hier Mitz ab noch. Nicht, dass er einen Fehler macht. Rein. Nicht, dass der die abknallt. Nee, nee. Das sind schwere Jungs. Oh, oh, oh. Oh, ach, so war's. Ich habe schon gedacht, dass. Okay. Die kam jetzt mit geht's los. Mit der gezückten Waffe. Oh, Doggy, ich habe knapp 14.000 Cash gekriegt. Ich auch. Ich hoffe, dass der Kollege der andere. Der kriegt dasselbe, denselben Anteil. Komm, ach komm. Oh, Dogas. Und er macht auch einen Daumen nach oben. Ja, aber gefallen hat es mir trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat. Wir waren auf jeden Fall gut. Ja, ich würde mal sagen. Was macht man? Nochmal eine zufällige oder was? Oder. Ich würde sagen, no. Was? Hey. Das mittlere, untere. Das hier? Okay. Ja, genau. Kennst du das wohl schon? Nö. Ah, okay. Aber es sieht interessant aus. No High Bronca, das haben wir, glaube ich, schon mal probiert. Das ging, glaube ich, mächtig in die Hose. Vielleicht ist es ja das, was ein bisschen länger dauert. Ja, wobei die Anfahrt ist schon extrem lang. Da, die kann man aber ganz ja überspringen. Also jetzt hier im Let's Play, meine ich. Also, Freunde. Ja. Ich fange wieder an mit dem Bullabsgewehr. Munition für alle kaufen. Und Einstellung bestimmt. Ah, halt, wir brauchen noch ein paar Lords, oder? Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. In Zeit. Wieso habe ich eine Mütze auf hier? Ach ne, das ist Mütze ab. Der hat seinen Helm auf. Achso, du guckst dir immer die Spiele an, oder was? Ja, da kann man so. Was ist mit dem Rest jetzt hier, Doggy? Wenn ich Schnellstart mache, was passiert da? Da hast du mal gesagt, das ist automatisch. Geht. Resa Wolf. Stufe 88. Resa Wolf ist aber, da kann nichts schief gehen. Ich hoffe, er bleibt dabei. Ich habe gehört, Stufen geht es bis 1000, oder? Doggy? Oh, das hat er verlassen. Ja, er verlässt schon. Tschüss. Und ich habe natürlich Sitzung wird gestatten gemacht. Das heißt, wir machen das jetzt zu dritt. Danke für Resa Wolf.
Ja, schade, dass es nicht Leute gibt, die während der Sitzung vielleicht noch dazu joinen könnten. Nee, jetzt müssen wir das. Begib dich zum Drogendeal. Das klingt schon wieder so nach, nach massivem Ärger. Wir sollten auf jeden Fall, wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Also wir nehmen. Achso, dein Hot Rod ist jetzt dabei. Ja, aber das ist nur ein Zweisitzer. Aber ist gut. Dann nehmen wir den Jeep, aber den können wir nicht nehmen, also müssen wir gleich ein Auto nehmen, was hier kommt. Komm hier rein hier. Ja, halt, bedroh ihn. Nein, im Pickup ist der Kacke. Da passen auch nicht alle rein. Na, der läuft doch schon irgendwo hin. Achso, der ist schon weg? Der hat überhaupt einen Hot Rod. Ach, ist ja gar nicht weit. Wir sind ja, stehen ja vor der Tür. Ach, wie ist denn der lustig? Ach komm, Doggy. Was war denn das für eine Kacke? Lass mich raus. Bevor du mich warte mal. Warte. Den können wir als Panzer nehmen. Ja, kannst du vorfahren. Als gute Deckung, ja. Sandsäcke hinten drauf. Geht schon los. Ich hab eine scheiß Position hier. Ah, jetzt, das habe ich natürlich super gemacht. Ich könnte ja einsteigen und rückwärts reinfahren. Der Wagen ist ja gar nicht mehr so schlecht. Da müsste einer leben, glaube ich. Da. Das Paket wurde freigelassen. Hier, da kommen sie, Doggy. Oh. Nimm mal hier mal raus aus dem Auto. Von links kommt auch einer. Ich möchte mitfahren, Freunde. Könnt ihr nicht einfach hier. Ja, von super. Rechts kommt auch nochmal einer. Na, ihr seid ja echt Granaten. Na, ihr seid mir echt Bananen, du. Ne, das ist jetzt ein Zweisitzer. Na, warum hab ich doch gesagt? Warum fahren wir nicht? Fahr weiter. Doggy. Ich komme hinter dir. Wie, du kommst hinter mir? Hinterher gefahren. Vorne, hinter dir. Ja, aber ich kann nicht fahren und schießen. Das ist schwierig. Hast du denn den Taub? Nö, den habt ihr eh. Boah. Vorne. Ja, ich versuche die zumindest zu rammen. Ich mach den Rammler. Ja, das Problem ist halt, weil man jetzt nur zu dritt spielt. Normalerweise hätte ich hier jemanden im Auto gehabt, der durchaus. So, da habe ich mal schön eine verbraten auf die Reifen geschossen. Sehr schön. Könnte man sogar schaffen. Oh, wir haben hinten gar keine Reifen mehr. Doggy, was ist los hier? Du schleichst hier. Ja, der Wagen ist. Ah. Mensch. Nicht so schnell. Ich glaube, bei der Abgabe kracht's nochmal. Was ist das denn hier für eine Hilfe hier? Oh. Doggy, schieb mal an hier, komm. Warum steigt der denn aus? Hast du den überfahren oder was? Nee, der ist einfach ausgestiegen. Der hat es so gemacht wie ich praktisch. Ja. Hier kommen Kanister. Ich wollte keine Kanister. Ach, hier gibt doch. Jetzt können wir mal ins Ganggebiet nehmen. Die kommt doch jetzt hier rein, oder? Ja, auf jeden Fall müssen wir hier weg. Dein Auto noch in Ordnung? Ja, komm, steigt ein hier, Doggy. Warte mal, lass ihn mal noch mit rein hier. Schön, wie er ihn aussortiert hat. Okay. Jetzt wird es wieder interessant. Gibt es eine schöne Mische? So, ich lade mal noch kurz nach. Glaube ich zumindest. Ne, geht nicht mit R. Aber gut. Was macht denn der hier? Spinnt der? Oh, nicht, bitte nicht runter, Dogger. Mach keinen Blödsinn jetzt. Komm, wir wollen es zu Ende bringen. Und ich wollte jetzt auch nicht direkt reinfahren, weil ich glaube, die Jungs warten doch hier schon, oder? Das ist da, wo mit den Autos kaputt machen. Mit dem Autos kaputt machen. Oh. Ja. Aussteigen, Dogger? Ja. Was? Vielleicht kommen wir irgendwie aufs Dach. Oder sowas. Oh, hier sind sie auch schon. Rechte Seite kommen welche. Oh, wir sind hier in schlechter Position. Wir werden von hinten erwischt. Bin ich schon alleine? Wo seid ihr denn? Oh, verdammt.
Alter, wo kommt denn der her? Also wir haben mit Abstand die schlechteste Position hier. Doggy, 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 das ist ein richtiger Straßenkampf. Jetzt merke ich an... Oh. Ich glaube, ich nehme gar nicht teil. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin mittendrin, statt nur dabei. Ich komme mal mit zu dir. Bist du hier drüber gesprungen oder was? Ja. Komme ich mit. Oh, Doggy. Lebt er noch? Nee. Warte, ich komme mit. Ja, yeah, bei den zwei Autos sind zwei. Moment, darf ich da auch mal ein bisschen mit einen rausnehmen? Ich seh aber nie einen. Wahnsinn, der Doga, der zieht das hier durch, als wäre es gar nichts. Doggy, lass mich doch mal auch einen übrig, das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen die Autos kaputt machen, sonst kommen immer wieder neue. Oh, wie machst du die kaputt? Einfach anballern oder was? Ja, so viel haben wir wirklich hinten erwischen wahrscheinlich. Wo bin ich denn jetzt wieder? Kommt der nächste Zug. Seid ihr noch da oder haben wir es schon erledigt? Ich nehme einen Raketenwerfer, geht mal da weg. Ich bin gleich weg, Jungs. Geh mal da weg. Wie denn? Das Auto brennt nach hinten, nach hinten raus. Okay. Das war gar nicht so schlecht, oder? Uiuiui, jetzt kracht's aber. Wo hast du den Raketenwerfer her? Den habe ich gekauft. Achtung, ich werde hier beschossen. Ja, warte mal. Oh. Jetzt darf keiner mehr sterben. Zweimal bin ich gestorben. Der hat Benzin geholt. Ja, den Kanister. Ein Auto haben wir noch. Wo sind die? Boah. Oh. Da kommen noch mal welche. So. Den haben wir auch erwischt. Vielleicht musst du noch den Gang, den Gang führen. Achtung, jetzt kommt gleich wieder einer rum. Da kommen noch welche rum. Vorsicht, Freunde. Hoffentlich checkt er das jetzt. Ach, der trinkt noch. Man kann also auch noch irgendwie was nebenbei essen und trinken. Okay, wir müssen zum Gangführer, Anführer. Wie nehmen wir den jetzt raus? Mit dem Auto oder was, Togi? Was stehst du vor? Ihr seid schon im Auto, oder? Warte mal, da kommt er. Läuft er, oder? Nee, der sitzt auch im Auto. Ach so. So, mein Gott, du. Das ist aufregend. So ein bisschen zumindest. Was macht er hier? Wir müssen runter, ne? Das weiß er jetzt noch nicht. Ich versuche immer auf der Karte irgendwie was festzuhalten für ihn. Ah ne, da wird mir gar nicht angezeigt. Doch. Was macht er jetzt? Also man kann irgendwie noch Nahrung oder so mitnehmen. Die kannst du nebenbei dann auch noch irgendwie essen. Die Frage wäre nur, mit welcher Taste. Ja gut. Ich denke mal mit dem Scrollrad, dass man dann halt seine Waffe oder Snickers und sowas. Snickers auswählt. Mission bestanden? Wie habt ihr den denn jetzt getötet? Eigentlich gar nicht. Überfahren? Nee, das ist glaube ich ein Zusatzbonus. Es gab auf jeden Fall 13.000 Stufe 15 oder Rang 15. Das heißt, Tagesziele sind jetzt verfügbar. Und Tagesziele schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an, was das heißt. Da sehe ich auf jeden Fall 7 rausgenommen, 0 Tote. In der Differenz genauso wie der Doggy, der hat 9 rausgenommen, aber zweimal auch krepiert. Und ja, aber ansonsten muss ich sagen, für das, dass wir das zu dritt gemacht haben, war es doch okay, oder? Ja, geht immer noch besser, aber... Ja gut, das musst du natürlich sagen, weil du hast die letzten 10 Minuten auch nur noch zugeschaut. Ja, richtig. Da geht natürlich die Kinnlade runter, das kenne ich. Beim nächsten Mal schauen wir uns das an, was es heißt hier, Tagesziele oder was mit Stufen 15 dann alles so Neues passiert.
Und ich freue mich drauf. Doga, du bist bestimmt auch dabei, oder? Prima. Immer Bis mit dahin. dabei. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.